feeble humans. Let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Wake up. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Demore Amatai. Do something, cop! After you. Now! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. So, und damit geht's sportlich weiter. Wir haben gerade Luis Serra kennengelernt. Ich nenne ihn vorsichtig den spanischen Johnny Depp, weil er absolut so aussieht. So, okay, wir sind wieder frei und let's go outside of this building. Okay. So, und wie ihr gesehen habt, wurden wir infiziert. Mit Las Plagas. Over here, stranger. Over here, stranger. Ein großartiger Charakter. Sturmgewehrmunition, das nehmen wir natürlich mit. Na, open up. So, haben wir hier noch, da hinten haben wir noch ein Fass. Kraut, eingepackt, ein bisschen Unkraut geflügt hier im Garten. Gern geschehen. So, ansonsten gehen wir doch mal schauen, wer das da war. Got something that might interest you. Got a selection of good things on sale, stranger.
Aha. So, ja. Er ist halt ein Verkäufer. Ne? Hier können wir auf jeden Fall erstmal unsere Waffen upgraden und neue Waffen kaufen. Und noch wichtiger, wir können uns einen neuen und größeren Koffer kaufen. Ich mag den Typen sehr, weil halt das Gequatsche von ihm ist halt super cool. What are you buying? Das ist halt super. So, was gibt's denn? Wir haben, das Gewehr haben wir schon. Die normale Pistole haben wir auch schon. Er hat ja gesagt, okay, alles klar, wenn wir halt noch ein paar blaue Medaillen wegballern, irgendwie kriegen wir eine Pistole. Wir haben 13.400. Ich wollte mal ganz kurz... What are you selling? Ich würde noch gern die Spinels verkaufen. Is that all, stranger? Er kann einfach die Fresse. Thank you. Thank you. Der Typ labert so. I'll buy it at a high price. Thank you. What are you buying? What are you buying? So, okay. Wir könnten uns eine Art Scharfschützengewehr kaufen. Das ist aber echt nicht besonders gut. Also, du hast hier noch die schöne Option, deine Waffe zu tunen. Das macht insofern ziemlich Spaß irgendwie. Hier seht ihr so auf der linken Seite, ne, neben Feuerkraft, Ladegeschwindigkeit, Kapazität und Feuergeschwindigkeit, könnt ihr aufleveln. Na, zum Beispiel bei dem Gewehr könnte man jetzt die Feuergeschwindigkeit nicht mehr aufleveln. Ne? Bei Feuerkraft hätte man noch 5 Slots, die man halt zusätzlich besetzen kann. Aber da ist halt das Sturmgewehr, finde ich persönlich nicht ganz so gut. Also ich würde jetzt tatsächlich gar nicht groß weiter irgendwas kaufen, außer die TMP. Ja, das ist so eine Art... Stranger? Yeah, it's all, my friend. Eine Art Schnellschusswaffe. So, okay. So, wofür wir natürlich aber auch keinerlei weitere Munition haben. Noch. Aber okay. Thank you. So, der nächste Abschnitt. Der ist ziemlich knackig, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und zwar hier vorne haben wir ein Areal. Das komplett von Ganados. Besetzt ist. Hier sieht man es wunderbar. Das wäre so prinzipiell gar nicht das große Problem, sich hier durchzuschnitzeln, aber die Schwierigkeit ist A, die Leute haben nicht nur wie der Typ hier unten eine Axt, sondern TNT bei. Und das macht die Leute hier wirklich sehr gefährlich, weil du nicht viel Ausweichmöglichkeit hast. Okay, irgendjemand hat mich schon gesehen. Ich könnte jetzt probieren, die nach und nach hier drin alle irgendwie zu catchen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob die endlos kommen. Man muss natürlich auch immer so ein bisschen das Gleichgewicht finden. Man kann die auch... Man kann nur von den Brücken schießen. Aber dann kann man sie halt nicht mehr looten. Ne? Und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Und kommst du da drin? So, und die lassen jetzt hier gar nichts fangen, oder was? Schnell los! Schnell los! Das ist schon gut. So, die Frage wäre jetzt auch, wie viel kommen jetzt hier? Wie gesagt, ich bin der Meinung, ich glaube, die kommen in unendlichen Wellen irgendwie, oder? Irgendwie gucken wir mal, da haben wir sehr grundentspannt. Okay. Lass mich kurz schauen. Mit der Shotgun hätten wir ein bisschen Kapazität, um uns durchzuholzen. Pistole würde auch hinhauen. Ich würde sagen, probieren es einfach. Komm, wir probieren es einfach. Ich würde erstmal gucken, dass ich hier irgendwie einen höheren Punkt erreiche. Und die alle irgendwie recht geballt kommen lasse.
Ah, da hinten kommen nämlich die Wichser mit dem. Dynamitstab. Ah, das war zum Beispiel eine Munition für die TMP. Hey, so, jetzt könnte man natürlich mal gucken, dass man die sich hier alle so ein bisschen wirklich paradoxerweise, und da wird mich jetzt nicht beschweren, was er häufig findet, sind Granaten. Deswegen benutze ich die jetzt auch ordentlich. Weil ich habe meistens wirklich das Problem, dass ich einfach zu viel übrig behalte. Also gerade so was Granaten etc. angeht. Und das muss ja nicht sein. Ja, dann doch lieber ein bisschen benutzen. Benny würde zum Beispiel ausschließlich jetzt mit der Shotgun unterwegs sein, sobald er mehr als 5 Schuss hat. Ah, da kennt er nix. Da kennt der Benny einfach mal nix. So, Frage ist jetzt noch, wie gesagt, kommen die Leute jetzt endlos? Ja, da kommt auf jeden Fall jetzt am Mob da rum. So, Leben sieht auch schon beschissen aus. Würde tatsächlich gerne noch mal warten, bis ich irgendwie... bis ich vielleicht noch mal irgendwie ein gelbes Kraut finde. Das wäre super. Ja, dann könnte ich mir nämlich noch mal so eine Dreiermischung machen. Alter, was die fressen, die Typen da. Ist unglaublich. Unglaublich ist das. So, jetzt schauen wir da mal. Wie man da vorne gesehen hat, habe ich schon aus der einen Truhe das erste Siegel rausgeholt. Guter Meinung. Ja, da kommen die nächsten Hirnis. So, jetzt zu. Naja, komm, wir machen es mal so. Komm, gib ihm. So, man könnte jetzt ein bisschen munitionssparender arbeiten und die hier Stück für Stück immer von einem Treppenmesser. So, ja, ich glaube, das machen sie so 2-3 Mal und dann sind die auch tot. Problematisch wird es auch hier, wenn sie unten anfangen mit Dynamit zu schmeißen. Dann nicht gut, nicht gut. Ah, okay, jetzt können wir abklatschen. Reicht. Ja, wie aber dran. So. So, okay, ihr seht, das ist natürlich erstmal insofern alles wichtig. Das brauche ich alles. Könnte auch die Leiter wegkicken, aber die stellen sie einfach wieder hin und hilft nicht so viel. Dennoch lieber langsam und sicher. Slow and safe. So, und du wirfst bitte nicht. Ich sagte, du wirfst bitte nicht, du Arsch. Ja, das hast du jetzt davon. Wie gesagt, Leute, seht's mir bitte nach. Na, ah, es ist schön, hat er mich umgeworfen.
Scheiß. Seht's mir bitte nach. Ich bin noch nicht so fit hier mit dem Xbox Controller. Ich schieße halt einfach. Warte mal, kann ich hier rüberkommen? Wo lang? Doch, da hin. Ich hoffe, der. Da kommt wieder Verstärkung. Das ist nicht so schön. Du kommst erstmal runter. Und hier kommt jetzt alle her. So, ich werde gut. Okay, und. Die Stressmucke ist aus, wir haben es geschafft. Nice. Also ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, bei den ersten paar Malen damals hier richtig oft gestorben bin. Weil ich einfach vorher keine gute Munitionspolitik irgendwie erfahren bin. Und ganz schnell halt nur noch mit dem Messer da stand. Zwar auch jed irgendwie, weil Cracks werden das wahrscheinlich nur mit Messer durchspielen, komplett das ganze Spiel. Ich bin aber eher so der Noob-Typ. Der zweite Schlüsselteil. Rechte Elte. So, wir machen so. Und wir gucken. Tada! Das brauchen wir, um durch dieses Tor dahin zu kommen. So. Schön. Lass mich kurz schauen. Hier dürfte jetzt eigentlich, glaube ich. Ja, hier kommt es. Noch eine Truhe. Ein Fass, wo natürlich nichts drin ist. Ist ja klar. Wie sieht's denn aus? Ach, das sieht alles super aus. So, ich munitioniere mal schnell nochmal auf. Dann haben wir mal einen realen Ist-Stand, was die Munition angeht. Und ich finde, das sieht jetzt mal ehrlich aus. Das kann man machen. Das kann man bringen. So. Scheiße labert hier. Okay, lass hüpf runter. Und. Hier waren wir jetzt mal drin. Kurz mal gucken, ob wir hier irgendwas. Hier hinten vielleicht. Ah. Ah, schade, ich habe jetzt nicht gekickt, wie viel es waren. Da muss bestimmt 3 bis 4 Schuss waren es, ne? Oh, hier ist noch. Ein Spind. Eine Blindgranate. Super cool. Ja, ich glaube, das war es dann auch hier mit der Bumsbude. Hinaus. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen schauen. 900 Pesetas, 800 Pesetas, die sind immer gern gesehen. Weil ihr habt gesehen, beim Händler, die Preise sind gepfeffert. Ja, also ist schon. Der ruft ordentlich auf, der Kumpel. Ah, sehr schön. Und das wollte ich nämlich haben, um diese 3 Kombinationen wieder draus zu machen, damit sich meine Lebensanzeige, wenn ich denn Health brauche, irgendwie sich gleichzeitig mit erhöht. So, ich denke, ich müsste eigentlich alles haben und habe bestimmt 1000 Sachen übersehen, aber shit happens. So, plunk. Sechseckiges Wappen verwenden. Oh, hello! Bin ich hier richtig bei Bauer sucht Frau? So, dann haben wir den hier. Dann können wir hier noch irgendwie. Ja, hier ist noch ein Fass. Alter, was ist denn für eine Scheiße, dass da nicht mehr drin ist, ey? Diese Zahl hat nichts zu sagen. Okay. Nichts da. Ist doch fürchterlich. Wo ist denn da los? Stehen sie doch. Ah!
hat der Trainer die ganze Zeit Dachs gerufen. Habt ihr gesehen? Habe ich aus der Luft weggeschossen. Aus der Luft weggeschossen. Aber es ist natürlich auch mit so einer Waffe kein Ding. Eine Pistole, das wäre irgendwie. Aber wie gesagt, nicht auf dem Channel hier. Obwohl ich sagen muss, dass Benny sehr fit ist irgendwie. Der hat ja, muss ich mal wirklich mehr als ein... Oh, scheiße. Ah, da hinten stehen sie mit... Okay, wenn ich Glück habe. Und kommt da raus. Shit. Also meine Chance wäre jetzt quasi, ihn die Dynamitstange aus Herrn zu schießen. Weil es sind, glaube ich, drei Leute, die da stehen. Ach, scheiße. Das Gute ist natürlich. Bist du? Ja, nein, tut mir leid, hier ist heute kein. Nein, das meine ich noch nicht! Ist erwischt? Aber nicht, wa? Ist erwischt? Ah, sieht nicht so aus. Komm, jetzt ist es gut. Okay, Bärenfallen, Bärenfallen, Bärenfallen. Die eigentlich durch Bärenfeld durchlaufen? Ja, das ist gut durch. Ja, stehen sie jetzt da wie die Wurste. Na gut, dann macht mir langsam den Weg frei. Wenn ihr noch ein bisschen braucht. Jetzt kommst du, ja? Jetzt auf einmal. Nein! Ha! Aber mit der Pistole, mit der Pistole! Legendär! Also ich spiele mit dem Pet! Mit dem Pet! I'm the world greatest! Nicht! Hey, und? Läufst du durch? Ja, läuft er durch. Uiuiui. So, also die umgehen Gazellen, Grazien ähnlich, jegliche Bärenfallen. Oh. Und ich laufe natürlich rein wieder als Depp. Also jetzt Gott sei Dank gerade nicht, ne? Aber sonst. Ich habe da natürlich keine Chance, darüber hinweg zu hüpfen oder irgendwas. So. Und hier. Du hältst Maske mit Kerben. Okay, alles klar. Das ist zum Beispiel auch so ein Item, ne? Oder halt so ein Schatz, den wir jetzt nicht einfach ohne verkaufen sollten, irgendwie, sondern wir sollten, wenn es geht, alles finden, was wir damit einsetzen können. Also, drei Edelsteine, glaube ich, sind's. Das ist doch scheiße. Viel scheiße. So, und tatsächlich würde ich auch die Pistole jetzt nicht großartig weiter ausbauen, weil wir bekommen ja eine Pistole für die 15 oder beziehungsweise für die. Wie viel will man haben? 11, 12 Abschüsse? Also 15 sind es von den blauen Medaillen. Na, wir schauen mal. Arabuno! Kickelt! So, der Rest war geschnetzelt. Lord Sandler.
Das ist übrigens das, was sie da sagen. Das ist quasi der Name ihres geistigen Führers hier. Lord Saddler. Und? Ja! So, Freunde. Schwarzer Barsch. Zu groß. Zu groß. Dann heißt das verwenden. Erstmal fressen das Ding. Schau mal, hier hinten haben wir auch noch was. Blendgranate. Cash. Hier noch was? Nö, ja, nicht. Frage ist, guck mal, hier haben wir noch einen kleinen Fisch. Ein Fisch. Wie groß ist der? Oh, 3. Wäre mal interessant, ob die verderben. Obwohl. Was jetzt? Hallo, komm, komm. Fischi, Fisch. Jawohl. Jawohl, Avatar. So, ich denke mal, es wird reichen. Stinkt sonst. Oh, ich hätte die komplette Fischpopulation hier in dem Gammelbecken hier auf, wegdezimieren. So, okay. Nach Laden und weiter geht's. Oh. The Crows. Shit. Schade. Eine Krähe flog dahin. Oh, da hinten ist noch eine Uhr. Nee. Ihr seid Schweine. Ihr Entwickler seid doch Schweine. Da wägt man sich sicher. Und rennt hinein. So, und hier vorne war da auch noch eine. Könnt ihr mir noch nicht vormachen, Freunde. So. Die haben wir. Was wir noch machen, wir holen uns jetzt hier. Ja, nochmal der gleiche Trick. Kriegen wir die so? Ne. Ne. Kriegen wir nicht. Taschenuhr. Wunderbar. Die brachte, glaube ich, auch entweder 10.000 oder 12.000 beim Händler. Die nehmen wir natürlich mit. Patronen. Und, lass mich raten, nichts. Hey, nee, doch. 1000 Pesetas. So, okay. Nachladen. Ui. Ui. Das war jetzt schwer. Guten Tag. Der Insignien-Schlüssel. Wunderbar. Das ist übrigens Lord Saddler. Bürgermeisternotiz. Wie von Lord Saddler verlangt, befindet sich der Amerikaner lebend in meiner Gewalt. Ich weiß nichts über seine Beweggründe. Ich glaube, ich würde die beiden nicht zusammen einsperren. Louis würde sicher keinen Fremden trauen. Aber wenn sie doch zusammenarbeiten sollten, würde die Lage verzwickt. Wenn eine dritte Partei involviert ist, wird sie sich eine solche Chance doch nicht entgehen lassen. Vielleicht ist es eine List von Lord Saddler. Wir sollten verletzbar wirken, damit sich die anderen sicher fühlen. Falls allerdings schon ein Eindringling unter uns ist, sind unsere Pläne hin. Der Lord nimmt das Risiko in Kauf, wenn er dadurch die Verschwörung zerschlägt. Die Entscheidung liegt bei ihm. Wir müssen ihm vertrauen. Ja. Blinder Gehorsam. Bombe. Ja, ist alles nix, alles nix. Wir können auch was 6er.
Das sind lauter englische Bücher. Habe keine Zeit, sie zu lesen. Ja, in so einem spanischen Dorf erwartet man das. Englische Bücher. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood? Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Alles klar. Ja, vorher nochmal ein Kraut nehmen. Die wachsen auch im Schrank am besten. Da gedeihen Kräuter, grüne besonders gut. Der Knilch hier, der hier, ist übrigens der Bürgermeister des Dorfs. Das ist total der Hammer. Der Bürger, der verkackte Bürgermeister. Der ist bestimmt so von Tür zu Tür gegangen und hat gesagt, du wählst mich. Ja, okay, gut. Also, eine faire Wahl kann es nicht gewesen sein. So, von hier kam er. Moment mal. Okay. Ich dachte, ich hätte noch was übersehen gehabt. Aber egal. Entschuldigung. Okay, hier können wir noch speichern. Ein Ei. Sehr gut. Die Eier sind natürlich insofern immer ganz cool, dadurch, dass die dir verhältnismäßig viel Energie wiedergeben. Aber dafür extrem wenig Platz benötigen. Im Inventar. Das ist natürlich cool. Brandgranate genommen. Pesetas haben wir mal auch eingesteckt. So, können wir uns hier noch ein bisschen umsehen. Das Bild eines Sees. Vielleicht ist der hier in der Nähe. Ja, vielleicht. Ja, Menschen. Warte mal, da fällt mir gerade ein. Schwuppdiwupp. Mal ganz kurz nochmal schauen. Und zwar. Oh, Scheiße. Das hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen. Okay, ja, Frauenrot. Irgendwie sehr vertraut. Ja. Tja, ich denke mal, die Storyline von Resident Evil 2 dürfte derzeit wirklich wohl auch fast jeder kennen.
das war gerade Ada Wong. Ne? Und Leons Vergangenheit ist so ein bisschen verwoben mit ihr. Ja, und ihre Wege kreuzen sich wieder. Resident Evil 4. So, und oh Freude, da vorne ist der Irre mit der Kettensäge. Hier würde ich gerne wirklich mal ganz gerne jetzt die Schatten. Das war ja nicht so cool. Scheiße. Ah, und ab war der Kopf. Ding ist halt, ich glaube, bringt halt auch. Nice. Kann sagen, nicht so viel. Rubin. Ja, der Irre mit dem Sack auf dem Kopf und der Kettensäge, der bringt immer gut Kohle ein, wenn du den legst, aber er ist halt auch einfach mal ein nervender Wichser. Wenn man es einfach mal so sagen darf. Einfach mal ein nervender Arsch, der echt viel Munition vor allen Dingen frisst. So, hier oben ist ein Nest. Das schießen wir runter. Da kennen wir nichts. Jeder Ornithologe unter euch wird. Und dann wird denn? Achso, hier ist, glaube ich, zum Irre drin. Hallo. Ja, kannst du mal mit dem Sintoku abhauen. Mhm. Eine rote Pflanze, auch die wächst super an so einer Holzkiste. Ich merke, hier sind Floristen am Start, die richtig Ahnung haben. So. Klick, klick, klack. Ja. Gut. Oh, da steht noch so ein kleiner Mob da vorne. Genau, der Drescher. Unvoller. Nein! Reicht? Scheiße, hat nicht überlebt. Ah, ist natürlich ein bisschen uncool. Bei so einer Granate. Bei so einer Granate sollten schon so mindestens mal so 3. Geiler wäre 4 Leute drauf gehen. Ja, ist. So, mal schnell nachladen. Weil jetzt betreten wir gleich wieder das Dorf. Und ich gehe mal davon aus, dass die Leute wahrscheinlich echt angepisst sind. So. So. Okay. Das war ein bisschen Pistole. Oh, schon viel. Nein. Hör auf, nachzuladen hier ständig. Ach, ist das eng. Hab ich gerade hing. Okay, so. Lass uns nochmal gucken, was zum Bar springt. Oh, schön, volle Power. Nicht schlecht. So, Spice Girl.
Keine Schönheit, keine Schönheit. Aber gut, wahrscheinlich sind ihre Qualitäten irgendwo anders. Wahrscheinlich kann sie super melken oder, ach, wie ist der Geier, was? Naja, sammeln. Oh, da oben. Platsch. Oh, ist noch nicht tot. Er ist noch nicht tot. Ja. Können wir da oben oder irgendwo stehen? Noch jetzt hier noch Knirchis rum. War wo? Es dröhnet noch stressigende Musik auf mich ein. Mal schauen, finden wir hier oben noch was Schönes. Weil auch hier resetten sich so einige Sachen wieder. No. Da, oh, und Knie gebrochen, alles gebrochen. So. Ja. Mucke. Oh ja, ja, Kürbisi, Kürbisi. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ist der? Wo ist der? Ist der im Haus oder wo? Geh mal. Geh mal nochmal gucken. Mit? Ach, guck mal da. Ja. Und das war auch der letzte. Alles klar. Wunderbar. So, ich würde wirklich gerne nochmal gucken, ob sich hier irgendwas resettet hat. Nee, tatsächlich nicht. Alles noch kaputt. Gut, oder auch nicht, aber dann ab. Wir haben ja den Insignien-Schlüssel. Also, lass uns die Tür mit dem Insignien-Symbol öffnen. Hier auch nochmal zu erwähnen, wirklich, ich sag's wirklich, bei jedem Resident Evil Spiel, sobald ich in einen Safe Room komme, die Musik ist einfach geil. Die ist einfach Hammer, wenn man es mal so sagen darf. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, euch den Soundtrack zu besorgen, zu kaufen, tut es. Es lohnt sich. Haha! Ja, manchmal sind die Dinger halt wirklich fies versteckt. Ja, wie in dem Fall jetzt das Spinell. Ist da hinten noch was? No. Und renn in die Katakombe. Ah, die Atmo ist schon geil. Ah, sehr schön. Jetzt muss man erstmal die Fackel ausschießen und dann leuchten die Schätze an der Höhlendecke. Got something that might interest you. Got a selection of good things on sale, stranger. Ja, hier sieht man auch bei aktualisiert. What are you buying? Ja, wer jetzt gedacht, irgendwie, da sind dann immer neue Sachen da, die man kaufen kann. Wie zum Beispiel in dem Falle Schulterstütze für die TMP. Die ist eigentlich sehr geil, werde ich mir auch kaufen, aber nimmt dir halt auch wieder Platz im Inventar weg, ne? Ganz klar. Deswegen, man muss wirklich schauen, dass man da irgendwie gut managt irgendwie und halt auch vor allen Dingen einen guten Verbrauch auch hat irgendwie. Also es bringt nichts. Oh, das wird nicht funktionieren, ständig alles zu horten. So, okay. Ja, okay, alles klar. So, jetzt kommen wir gleich nämlich ins nächste Areal, wo wir blaue Medaillen wegschießen können.
für die Pistole, die wir haben wollen. Und ich denke, wir betreten jetzt den Friedhof. Cool gemacht. Ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich sehr. So, nehmen wir wieder ein paar Raben. Was? Was ist los? Was ist denn los? Ja, wo ist sie denn? Ah, da! Guck mal! Ist er hingefallen? Ist er hingefallen? Aber das war er noch nicht, oder? Oh! Pesetas, Pesetas, Pesetas. So. Dann wollen wir doch mal ein paar Medaillen hier weghorsten. 8 von 10. Ja. Alter, echt jetzt. Ja, da spart man wunderbar Munition, nur um die an ein völlig unbewegliches Objekt zu verschwenden. Das ist doch, also wirklich. Komm. So, jetzt könnten wir uns quasi das gute Stück schon holen. Oh, shit. Wie gesagt. Krass, jetzt habe ich wirklich, wahrscheinlich eher durch einen blöden Zufall die Dynamitstange gerade in der Luft getroffen. Ansonsten sind die Wichser wirklich brandgefährlich. Also mit einer der wenn man mal von den Las Plagas ausgeht einer der gefährlichsten Gegnertypen, wie ich empfinde. So, yeah, hat der Vogel aber ein schönes Ei gelegt. Eine rote Granate. Eine rote Granate. So, wunderbar. Dann lass uns doch mal die Blacktail holen. Gut gemacht, Fremder. Wie ich sehe, hast du genügend Medaillen getroffen. Jetzt hol dir die versprochene Pistole auf dem Kaufbildschirm. Mach dir um Geld keine Sorgen. Das geht aufs Haus. What are you buying? Na, guck mal, die Punisher. Feuert eine Kugel durch zwei Gegner. Hm. Ja, super. Der Special Move dieser Knarre ist halt, durch zwei Gegner gleichzeitig schießen zu können. Und ihr habt ja gesehen, es kommen überwiegend viele Gruppen auf einmal. Manchmal. Da ist das wirklich hilfreich. Ja. So, okay, wir gehen mal jetzt erstmal den Weg weiter. Over the cemetery. Hm. Seite verschlossen. Tja, hätte man jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen besser gestanden. Hätte man sich natürlich die Vorteile der Punisher noch zunutze machen können. Naja. Drei Familieninsignien der toten Zwillinge. Ah, okay, 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 okay. Lässt sich in drei und in vier Schritten zählen. Gut, dann gucken wir doch mal ganz kurz auf dem Friedhof, welche das sind. Toten Zwillinge. Okay, hier mal einmal eine Familieninsignie.
Okay, das ist eine Art M. Das hier ist ein S. Nennen wir es mal S. Ein M, ein S. Und wo ist noch eins? Da oben ist noch eins. So, ein M, ein S und ein V. Okay, alles klar. Die Symbole müssen wir jetzt quasi aktivieren. Klingt erstmal nicht schwer. Ist es aber. Weil, ihr habt gesehen, wir können die Dinger nur in 3- und in 4er Schritten drehen. Wer baut so einen Scheiß, ehrlich. So, okay. Also, M wäre da, V da, S oben. Probiert mal. Jetzt die 3. Jetzt die 4. Und nochmal die 4. Und dann haben wir es. Yay! Grüne Katzenauge. Ich glaube, diese... Aha. Ich glaube, das grüne Katzenauge ist für den Humpen. Für den Humpen war das. Okay. Cool, 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 cool. So, dann jetzt mal hier weiter. Leon, have you reached the church yet? Well, yeah. Sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that structure. Rescue her. Hurry! Ja, nee, als wenn es nicht schon anstrengend genug ist irgendwie. Ist immer so eine Gusse. Ah, hier ist da. Ja, und reicht's noch? Ah, shit. Das ist schade. Gut, wir nehmen Heilmittel. Wir nehmen erstmal Barsch. So, Freunde, hier wird geschnitzelt. Hier wird Messerarbeit erledigt. So, was haben wir da noch? Die haben wir. Und hier haben wir auch noch eine. Kommt doch niemals. Jump over. Ja, manchmal ist auch ja nochmal eine Schlange drin, die ein Ei hinterlässt. In dem Fall ein goldenes. Haben wir Glück. Schließen der Kirche. Was die beiden Flüchtigen anbelangt, ist die Ergreifung von Louis wichtiger als die des Amerikaners. Was Louis uns gestohlen hat, ist wichtiger als das Mädchen. Wenn wir es nicht wiederfinden, ist das Mädchen für uns wertlos. Wir brauchen das Ding für unsere Pläne. Wenn es in die falschen Hände gerät, hätte das für die Welt andere als die von... Achso, Lord erwünschten Folgen. Vom Lord erwünschten... Oh, super gelesen. Das darf nicht geschehen. Trotzdem lassen wir das Mädchen nicht frei. Damit die Armee sie nicht findet, habe ich die Tür der Kirche, wo sie gefangen ist, verschlossen. Jeder, der in die Kirche gehen möchte, braucht Lord Sadlers Erlaubnis. Beim See ist ein Schlüssel, aber der ist sicher, seit Del Lago von unserem Lord geweckt wurde. Niemand kehrt lebend vom See zurück. Außerdem fließt unser Blut durch die Adern des Amerikaners. Früher oder später wird er einer von uns. Und dann sucht niemand mehr nach dem Mädchen. Ihr seht, diese Zettel sind immer sehr, sehr, sehr brandaktuell. Also von daher, ja, es wird besser als Zeitung lesen. Aktueller als Zeitung lesen. So, jawohl, Avatar. So, können wir hier runter. Nicht, dass das noch irgendeine Bewandtnis hätte. Aber der Vollständigkeit halber, ne? Ballern wir sie weg. Naja, Aramano. Roundhouse Kick. Und. Konnte mir dann neu. So, und wenn ich mich nicht recht täusche, ist hier oben noch eine. Schon. Alter, der wackelt so rum.
Er wackelt so rum. Komm, hol ich mir nachher. Ich muss eh nochmal hier lang.